Hey und willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Build hier in Die Sims 4 in Granite Falls mit meiner Mühle. Ja, und diesem Mühlrad-CC. Wie ihr das bekommen könnt, das steht in der Videobeschreibung. Ich baue heute weiter und zwar, ja, nochmal vielen lieben Dank für die Kommentare wieder. Es war so toll. Ich muss auf jeden Fall hier bald so ein bisschen so Dächer da noch ein bisschen sowas hinmachen. Ich habe wieder so viele Ideen gehabt. Welches Dach nehmen wir denn da? Das ist immer so schwierig hier, das eine Auswahl zu treffen, weil da gibt es echt viele Farbalternativen, aber das ist ja so ein Luxusproblem eher, ne? Wir müssen da jetzt ein passendes Dach finden und ich möchte gern wieder so ein bisschen in dieses dunkle Holz auch reingehen, weil das haben wir ja auch hier so so dunkelbraune Holz eher und das nehmen wir hier auch für das Dach und ich glaube, ich muss dann dafür auch das Dach so ein bisschen noch einfärben, ne? Dass das dann auch so gut aussieht, ne? Das ist dann, ja, das gibt dann die Dachfarbeform vor hier, dieses Dachelement. Das ist aus Zeit für Freunde, dem zweiten Erweiterungspack für Die Sims 4. Und ich verwende hier alle Packs, weil ich mich hier in der Mühle nicht so limitieren möchte. Und ja, da hinten seht ihr übrigens das Schwedenhaus, das ist so ein Ferienhaus. Und hier die Sunrise Lodge und auch die Mühle, es haben auch ein paar gefragt, was ist das eigentlich für ein Grundstück? Ich habe mir erst überlegt, ich mache so ein Kaffee-Bäckerei-Ding, aber das habe ich schon so oft irgendwie gemacht. Ich möchte das wirklich so als Ferienhaus machen und ich finde das voll cool. Und ja, wir nehmen jetzt hier die Dachschindeln, die hier auch verwendet werden. Und zwar die dunklen, ja, das sieht, passt auch gut zur Mühle, ja klar, das passt voll gut. Sind das überhaupt die richtigen so? Die sind so ein bisschen, oder wir nehmen solche dann eher, oder? Ah, die sind nicht so schön. Ne, wir lassen die, die passen da glaube ich ganz gut. Ich mache mal das Licht so ein bisschen anders auch nochmal. Ja, das ist schon das Richtige. Ja, ist ein bisschen dunkler, aber was will man tun, ne? Das Spiel ist hier wieder irgendwie, ja, ja. So, natürlich hier muss auch noch ein bisschen was gemacht werden an dieser Wand. Das ist so ein bisschen komisch. Ich mache mal Live-Modus, weil da habe ich dieses schöne Licht. Das ist so ein bisschen komisch da oben mit den Balken. Das habe ich noch nicht so irgendwie komplett hier fertig gemacht. Da muss ich nochmal gucken. Dann nehmen wir so neutrale, würde ich sagen. Und zwar solche hier. Und da auch wieder, ne, die richtige Farbe. Dann nehmen wir so ein schönes, da haben wir so Querbalken auch noch drin. Und hier möchte ich auch das Haus so in diesem Dunkelbraun erstmal machen, natürlich hier oben auch. Und ja, da möchte ich keinen Stein machen, sonst wirkt das so schwer irgendwie. Und das fand ich dann nicht so gut. Jetzt hier zu dem Pool, da gab es auch einiges an Kritik. Genau, die Säule da ist noch weg, habt ihr auch erkannt, sehr gut. Wir machen hier vielleicht auch nochmal irgendwie was. Oder machen wir hier auch nochmal so eine Säule oder irgendwas hin. Ich weiß noch nicht, müssen wir mal gucken. Aber das ist hier wieder schwierig, weil das ist ja weiter oben in der Luft, ne? Müssen wir nochmal gucken. Hier ist auch noch nicht alles. Ja, ja, ja. Eins nach dem anderen, ja. Wir müssen hier mal gucken, ob ich hier überhaupt einen Brunnen machen kann, weil ich glaube, einen Brunnen kann man nur auf dem Boden machen. Jetzt habe ich ein paar geschrieben, mach doch da so einen Brunnen, weil dann ja, können die Sims da auch, ja, dann schwimmen die da nicht drin. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das nicht auf dem Fundament, kann man keine Brunnen machen. Brunnen können nicht unter etwas platziert werden, auf etwas, unter etwas, whatever. Ne? Die können nur hier unten platziert werden. Sieht ein bisschen komisch aus, aber wir können das mal probieren. Und ich möchte es mal so weitergeben, quasi in die Kommentare für euch weitergeben. Wie sollen wir das machen? Sollen wir hier so ein Brunnen machen? Ich muss ja mal die Steine hier retten, sonst wird das nichts mehr. Sonst verschwinden die, wenn ich den ziehe. Oder sollen wir einen Pool machen höher? Was findet ihr schöner? Ne? Was findet ihr schöner? Was findet ihr besser? Wir können hier mal gucken. Ich mache hier mal baby.moveobjects erstmal an. Ja klar, hier unser Cheat zum freien Verschieben von Objekten. Und wir könnten eventuell da so auch so eine Art, ja, so ein bisschen was irgendwie, ja, ich weiß auch noch nicht, so ein bisschen was irgendwie farbig oder was, hier irgendwie so eine Umrandung noch machen oder wie machen wir das denn? Also wäre auf jeden Fall besser, weil da schwimmen die Sims nicht drin, ist natürlich gut. Und da nehmen wir auch jetzt mal ein Glitzerwasser, das sieht so, oder? Na, das, hier wird es vielleicht nicht so passen. Hier nehmen wir, glaube ich, das Normale. Und da muss ich dann auch nochmal gucken und ich würde dann vielleicht sogar hier irgendwie so Ruinenstücke drumrum setzen oder wir machen das mit so kleinen Steinen so drumrum, so eine Art, ja, fast schon Teich, will ich es nicht sagen, aber ist das so ein natürlicher Fluss hier und das ist ganz gut, weil mit diesem Vergrößerungs-Cheat aktivieren, kann man hier auch das so reinsetzen und dann sieht das so ein bisschen natürlicher auch aus. Sehr schwierig mit den Steinen, weil ich glaube, ich mache das doch breiter, weil wir verlieren auch ein bisschen am Rand durch durch den Stein, durch die Steine hier am Rand. Und die sind so ein
bisschen zu klein, die Steine. So ein Mittelding wäre gut, aber das geht leider nicht so, ja, wie man sich das vorstellt. Wir machen da noch so ein bisschen Hashtag Grün auch hin, würde ich sagen. Das mache ich gleich mal, probiere ich mal aus. Ich mache hier doch mal das Taglicht an, dass wir hier ein bisschen mehr Licht auch haben. Und ja, da möchte ich irgendwie so ein bisschen so Sumpfzeug irgendwie noch reinmachen. Da muss irgendwie so ein bisschen was... Was machen wir denn da? Da gibt es ja auch diese Sumpfpflanzen. Sehen die nicht hier drin? Wir können da auch sowas irgendwie drumherum machen. Ich finde das auch irgendwie passend. Das ist aus romantische Gartenaccessoires. Das bringt so ein bisschen Farbe rein, so ein bisschen Pep rein, so ein bisschen Frische auch. Und wir können das dann so schön kaschieren auch. Hier habe ich auch so Baumstämme einmal rausgeholt. Ich weiß noch nicht, ob ich die irgendwie nehmen soll. Die können wir auch noch so ein Ticken nach oben verschieben, damit die nicht ganz so in der Erde drin sind. Aber die sollen da schon so ein bisschen, ja. Und das können wir, glaube ich, ganz gut dann mit so ein paar Blümchen auch nochmal machen, ne? Das soll nicht zu blumig, rosig werden hier, finde ich, aber so ein bisschen was, so ein bisschen was so zwischendrin vielleicht, so am Rand irgendwie, und das Ding, ich weiß nicht, ob ich das so lila, ich glaube, ich mache das auch so gelb, ne, das ist eine schöne Farbe auch hier für die Mühle, es wirkt schön sonnig und irgendwie natürlich, ne, und ja, ich glaube, da gibt es auch einen gelben, genau, dann halten wir uns hier an die Gelbfarbe hier für den Rand so ein bisschen, machen das so ein bisschen blumiger alles. Ja, ich glaube, das wird ganz gut. Doch, so machen wir das. So machen wir das. Ich drehe die Steine immer so ein bisschen, damit die nicht alle irgendwie gleich aussehen. Das ist natürlich auch wichtig, dass man das dann irgendwie so ein bisschen dreht und wendet, bis das hier so passt. Und hier muss man auch mal wieder gucken, dass man das hier irgendwie, ich weiß auch noch nicht, ist ein bisschen blöd. Hier können wir den auch so ein bisschen nach oben verschieben, so merkt kein Sim, dass der nicht ganz bis auf den Boden vom Wasser geht oder so. Und hier machen wir nochmal einen größeren hin irgendwie, ne? Hier muss nochmal ein größerer irgendwie so ran und dann haben wir da so eine Art, oh, ich habe eine Idee, vielleicht können wir auch da sowas wie, wie so eine kleine Quelle irgendwie machen. So eine Brunnenwasserquelle. Oh, der Stein ist gut. Der ist nicht so hoch und nicht so tief. Und das passt da, glaube ich, ganz gut rein. So, kommen wir mal hier auch nochmal. Schieben wir das Ganze ein bisschen weiter rüber hier. Dann machen wir hier so. Und das Ding dann hier so an die Kante hin. Dann haben wir das so eine kleine... Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen Wasser da noch reinbringen in das Thema auch. Weil sonst sieht das irgendwie so komisch aus. Ich weiß auch nicht. Kann man hier auch nochmal den hier auch nochmal vergrößern. Ich drehe den dann mal so, dass der so ein bisschen hier so, ne? So. Genau. Mit Alt kann man die komplett frei drehen. Und jetzt habe ich eine Überlegung. Wir könnten ja hier so eine Art... Ja, das Wasser soll ja hier fließen. Das muss ja irgendwo unterirdisch auch kommen. Und dann hier fließt es wieder weiter. Ich habe es euch ja gezeigt. Hier ist so, sogar so ein Rohr-Dings hier platziert. Und vielleicht können wir hier so eine Art Brunnen dann auch machen mit diesen Sprenkler-Dingern da. Das müssen wir ausprobieren. Das sieht vielleicht gar nicht so schlecht aus. Das ist wahrscheinlich wieder eine modsmäßige Arbeit. Aber ich glaube, das lohnt sich. Wenn wir da so ein bisschen mittelgroßer... Sprühdinger, wieso sieht man das Wasser nicht? Ich will das sehen hier. So, na, der ist nicht, der ist zu groß. Der ist wieder nicht so. Wo ist denn der normale? Ist das nicht? Wieso sprüht der dicht? Der sprüht. Ja, genau, den hier können wir vielleicht nehmen und das Wasser, dann machen wir noch mehr Felsen hin, dass das irgendwie so ein bisschen runterplätschert von den Felsen, das Wasser. Dann machen wir hier irgendwie so eine Quelle oder sowas hin. Ich weiß es auch noch nicht. Sollen wir mal gucken, wie das wirkt. Wir müssen da, glaube ich, erstmal da noch die Steine so platzieren. Dann müssen wir hier größere Steine platzieren. Und die dann irgendwie... Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie so, ne? Sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß auch nicht. Das müsste dann irgendwo rauskommen und es sprüht aber so arg. Nee, dann lassen wir das weg. Ich finde das dann irgendwie komisch, wenn wir hier dann so... Weil die gehen so nach oben. Schade, dass man nicht so einen natürlichen Wasserfall irgendwie hat. Das wäre es noch gewesen, ne? Ist ein bisschen schade jetzt auch, aber was will man tun, ne? Wo soll denn da das Wasser hier raus sprudeln? Bisschen komisch. Nee, dann lassen wir das. Das ist, glaube ich, auch dann zu viel Blubber-Plätscher-Zeugs. Hier gucken wir nochmal und ja, einige haben auch geschrieben, mach den Weg weg, mach doch einen Sprühweg. Und das können wir uns angucken, natürlich, ne? Das wirkt dann so ein bisschen freier. Hier unten würde ich es lassen, da würde ich eventuell sogar noch einen mehr massiveren Boden irgendwie vielleicht sogar machen, damit das hier so eine Art, ne, angelegter Weg ist. Vielleicht sogar mit den Ruinenstücken, dass es wirklich so ein alter Boden hier ist zur Mühle.
so ein richtiger Boden. Ich weiß auch nicht, die gefallen mir wieder alle nicht. Wir haben ja schon letztes Mal ausprobiert. Und hier können wir dann so sprühen. Und da nehmen wir so diese Wegplatten da, ne? Nehmen wir diese Reststeine, heißen die. Reststeine. Und dann nehmen wir auch das helle, den hellen Stein wieder so ein bisschen. Und dann machen wir das so mit so einem Weg, ne? Machen wir das nicht so... Nicht so, ja. Jetzt bin ich hier natürlich wieder ein bisschen Perfektionist auch. Ich muss sagen, mir gefällt das überhaupt nicht, wenn die da so aufhören. Deswegen mache ich die irgendwie mal ganz gern weg. So, die transparenten Randsteine, Reststeine. Und dann zieht das irgendwie, ich weiß auch nicht, ne? Also, die können natürlich auch so sein, das könnte so sein, weil das Gras natürlich dann so drüber wächst. Aber ich finde das irgendwie besser, wenn das dann irgendwie so, ja, ein bisschen... prägnanter dann ist, ne? Dann sind die Enden sind dann nicht so verschwommen, sind die ja, ne? So leicht. Und da können wir dann auch nochmal gucken, was wir da hinten machen. Dann haben wir den schönen Teich aus dem Debug platziert. Und ja, da ist noch einiges hier offen. Da können wir noch viel schön Hashtag Grün hier hin machen auch. Den machen wir auch nochmal weg. Das sind so ein paar Steine, hat man da reingepflanzt. Und da machen wir auch nochmal so ein bisschen was Blümchenmäßiges hin, oder? Wir können auch mal so ein paar mehr Blümchen irgendwie nehmen. Ich finde das ganz gut, weil das haut es irgendwie raus, finde ich. Ne? Das macht so ein bisschen was, das bringt so ein bisschen Wärme mit rein und ja, ein bisschen Natur und irgendwie, ich weiß auch nicht, das muss irgendwie so sein, finde ich. Das muss irgendwie so sein. Wir können auch noch einen Wuhu-Busch platzieren. Ein Techtelmechtelbusch. Den gibt es nicht in Gelb. Wo machen wir denn den hin? Hier irgendwo, ne? In das Haus so irgendwie, so ins Eck hier. Da. Da machen wir den Wuhu-Busch hin. So, da können die Sims hier Techtelmechtel machen. Der ist auch aus Zeit für Freunde. Und hier können wir mal gucken, ob mir da noch irgendwas ist mit der Treppe. Ich weiß noch nicht, ob mir die so gefällt. Ist immer schwierig mit den Treppen, weil da gibt es verschiedene Varianten und ja, je nach Stein und so sieht das echt anders aus. Ich finde diese stabile Stufen eigentlich gar nicht so schlecht. Ist nur nicht, weil die sind wieder zu dunkel und sieht auch gut aus, passt auch zu der Fundamentwand irgendwie. Und da oben haben wir auch diese Stufen, das sollten wir auch die gleichen nehmen, wobei ich die dunklen jetzt gar nicht so schlecht finde irgendwie. Das passt irgendwie hier zu dieser Umrandung und eventuell können wir oben dann doch nochmal gucken, ob wir da einen anderen Boden oder irgendwas nehmen, was dann hier mehr so passt. Nee, das ist alles nix. Das ist nix hier, so irgendwas. Das könnte man auch machen. Das ist so eine stabile Stein. Das ist mir jetzt wieder zu dunkel irgendwie, ne? Ich weiß auch nicht. Nee, ich möchte das gerne hell haben. Da unten vielleicht dunkel und oben dann doch die hellere, oder? Oder machen wir da eine Holztreppe sogar hin? Das würde ja auch gut aussehen. Wobei wir hier ja an der Steinwand sind. Da würde das dann auch ganz gut passen, ne? Wenn wir hier an der Steinwand... Aber die Holztreppe ist schon schön irgendwie. Das bringt dieses Holz mehr da rein. Ist auch cool. Ja, ja, nice, doch, gefällt mir. Machen wir Live-Modus wieder rein und jetzt kommen natürlich jetzt erstmal die Blumenkästen, bevor ich die wieder hier am verschiebe. Wir machen euch ja auch mal einen Briefkasten hin, das ist natürlich cool. Haben wir den nicht schon genommen? Ne, haben wir nicht. Hier am Eingang so ein bisschen, ne, so ein Briefkasten, auch hier steinig, passt zum Haus auch. Dann haben wir hier noch einen schönen Eingang irgendwo hin auch, ne? Müssen da irgendwie noch so einen schönen Eingang auch noch machen. Sollen wir mal gucken. Ich behalte den mal hier und guck dann mal, ne? Und unten haben wir ja letztes Mal die Werkstatt so ein bisschen gemacht. Schnitzerei hier. Jetzt möchte ich genau die Blumenkästen machen, weil wir haben so schöne Blumenkästen in diesem Spiel. Und die kann man da natürlich an die Fenster platzieren. Jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Fenster wir nehmen überhaupt. Ne? Das ist natürlich das Wichtigste erstmal. Wir können mal gucken, was es da noch so gibt. Weil wir haben richtig, richtig schöne... ja, auch solche Fenster, ne? Das wäre auch mal was. Die sind halt ein bisschen doof, muss ich sagen, weil die, ja, die haben diese Fensterläden, aber wenn man die rechts und links platziert, dann sind die so, ja, so auseinander irgendwie, ne? Das ist so ein bisschen blöd irgendwie, ich weiß auch noch nicht. Es hat irgendwie mehr was von so einem alten Mühlenhaus, aber es ist echt schwierig damit. Und dann gibt es natürlich auch noch die richtigen mit Zeit für Freunde mit diesem Fensterladen. Sind die denn? Die doppelten hier, die gibt es natürlich auch noch. Und die, ja, die finde ich dann irgendwie passender. Ich weiß auch nicht, ne? Das ist irgendwie, ich finde das Holz so schön hier. Vielleicht können wir die irgendwo hier vereinzelt nehmen oder so. Aber das, ja, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie komisch. Oh, die passen gar nicht mittig. Guck mal, so ein Scheiß hier. Oh Mann. Ja, dann geht das nicht. Dann nehmen wir doch die anderen. Nehmen wir die.
Ich möchte auf jeden Fall so ein bisschen Fensterläden da reinmachen. Vielleicht können wir das auch nochmal oben so ein bisschen anders machen, dass wir da noch mehr so Holzbalken irgendwas reinmachen. Wir müssen mal gucken, weil da gibt es ja hier diese schönen Objekte. Wir können mal probieren mit dem. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil das ist auch wieder so ein, ja, so ein runder Querbalken. Das haben wir eigentlich nicht. Und ob wir hier irgendwas noch so mit diesen Strukturdingern da machen eventuell, ne? Da kann man hier auch das richtige Holz nehmen, weil das auch aus Zeit für Freunde. Und da kann man die hier schön an diesen, ja, an diesen Balken quasi platzieren. Dann sieht das alles irgendwie ein bisschen stabiler aus auch. Ich muss nochmal gucken, vielleicht können wir dann da. Also ich muss jetzt erstmal einen Blumenkasten platzieren. Ihr habt schon recht. Wir nehmen, glaube ich, die, ne? Weil die passen auch von der Holzfarbe her natürlich perfekt dazu. Und das hat dann auch wieder was, ne? Hier lebt noch jemand. Das ist nicht verlassene Mühle. Es war eine alte Mühle, aber die ist nicht verlassen oder so. Die finde ich ganz gut. Die finde ich echt ganz gut. Die sind halt so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, so ein bisschen klobig. Oh, wir brauchen auch noch diesen. Ah, oh, der ist cool. Dieser Balkon hier, wow. Den können wir hier irgendwo dann hinmachen, oder? Wo machen wir den hin? Dann haben wir wieder auch keinen Platz hier. Oh Mann, ist ja echt. Wir sind schon wieder voll. Wir haben die Wand hier noch frei. Dann machen wir sowas hier vielleicht hin, ne? Oder wir machen hier auf dieser Seite auch diesen. Das hat auch was. Das hat auch was. Ist zwar keine Tür dann so, aber ist ja eh so ein, mehr so ein Deko-Balkon, ne? Das hat irgendwie was. Hat echt was. Passt jetzt hier aber nicht wegen den Fensterläden, sonst wäre der Balkon durch die Fensterläden. Aber den nehmen wir auf jeden Fall auf der anderen Seite. Und jetzt gucke ich hier mal, ob wir nicht doch vielleicht sowas nehmen, ne? Weil die sind irgendwie, ich weiß nicht, das Holz ist zwar auch schön, aber die sind auch voll cool. Weil die haben wir auch mit dem Gelb wieder, dann haben wir das wieder aufgegriffen. Und ich finde das irgendwie schön, ich weiß auch nicht. Ich finde das irgendwie schöner. Alte Mühle hätte auch was hier mit diesem da, ne? Das müssen wir auch mal gucken, ob wir das vielleicht nehmen. Das ist so ein bisschen, ja, bisschen wilder. Und da gibt es, glaube ich, auch, ne, da gibt es so ein bisschen, ja, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Vielleicht machen wir die unten. Machen wir diese unten hin. Ich glaube, die Fenster lassen wir da. Und da oben auf diesem Balken, da möchte ich mal das hier ausprobieren. Da gibt es auch diese gelben, glaube ich. Gelb-lila, gelb-blau, gelb-rot. Ja, ich weiß nicht, ob das zu krass ist da oben. Das ist immer so die Frage. Das Ding ist so krass, sind so krasse Farben. Und ja, das ist dann immer so ein bisschen. Ja, das bringt jetzt ein bisschen den Herbst auch rein, finde ich, ne? Das hat irgendwie was. Ich weiß auch nicht. Es hat irgendwie was. Bringt so ein bisschen den Herbst hier rein. Aber das ist irgendwie, glaube ich, zu krass, ne? Ich weiß, oh, das ist so blöd schwierig wieder. Es ist so. Na. Und die Balken sieht man fast nicht mehr, ne? Durch das Ding. Ist eigentlich schade drum. Eigentlich echt schade drum. Vielleicht können wir die so irgendwo hin machen. Und da oben probiere ich jetzt mal aus. Hier einfach so ein. Wir können mal sowas probieren erstmal. Das ist aber, glaube ich, nee, das ist nix. Oder so ein Brettchen hier. Sowas irgendwie, ne? So ein Schutz. Markise, Dings. Das passt aber auch nicht so gut. Das ist so ein bisschen. Ja, vielleicht hier irgendwo. Das können auch so Klappläden sein oder was. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Vielleicht so vereinzelt, ja. Vielleicht so vereinzelt einfach. Und da oben auf diese Balken, da machen wir jetzt mal vielleicht so Regalbretter drauf. Das hat dann nochmal so eine Strukturform gleich. Dann ist die Wand nicht so glatt, so meine ich das. Können wir sowas irgendwie machen? Die könnten wir sogar vergrößern hier, ne? Das hat dann irgendwie sowas, strukturmäßig. Also dann sieht das Haus nicht so langweilig aus. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwie so. Also was sagt ihr dazu? Wir können auch hier nochmal so ein Brett irgendwie. Das ist so ein bisschen was. Ah, das sieht auch gut aus. So als Fenstersims hier. Fenstersims. Die Sims, die immer am Fenster stehen. Ja, nee. Machen wir das vielleicht so, dass eh kein Platz in dieser Ecke. Das ist so verbaut, so witzig irgendwie. Und ich möchte da irgendwie so einen Haufen Topfpflanzen hinstellen. Pflanzen, ja, Pflanzen. Da machen wir ganz viele Topfpflänzchen dahin, ne? Das finde ich so cool irgendwie. Das hat was. Machen wir das ein bisschen tiefer. Machen wir das so ein bisschen tiefer alles. Weil, dass der Topf dann hier so, ne, auf diesem Brett auch wirklich steht. Da muss man die Höhe nehmen von den Stufen, von dem Höhenverstellsheet.
Und dann passt das hier doch ganz gut. Ja, das ist so eine kleine Fläche hier. Das finde ich ganz, ganz cool irgendwie. Das ist fast schon so ein Tisch. Ist gar kein Gang da hinten. Und die sind natürlich auch mega, ne? Die müssen wir auf jeden Fall nehmen. Die sind so cool. Ich platziere mal alles so raus und ich gucke dann mal am Ende, wie es so passt irgendwie. Ich finde das gar nicht mal so schlecht. Das kann man hier so irgendwie mal hinmachen, ne? Ist wie so eine kleine Klingel und dann wird das so ein bisschen, ja, so langsam, aber sicher dann so ein bisschen bunt, ein bisschen voll. Und das ist irgendwie schön, finde ich, ne? Das kann man dann so schön urig da. So, ja, das ist toll. Das ist toll. So ein paar Pflanzen, so ein bisschen Kräuterhexen-Style irgendwie. So, das hat was. Ein bisschen Gärtner, ne? Ein bisschen Naturbursche, so in die Richtung. Und da nochmal irgendwie auch nochmal irgendwie sowas, ne? So eine Topfpflanze, das hat schon was. Das ist echt schön. Das ist wirklich schön, finde ich. Echt schön. Ja, und da können wir jetzt noch so Gärtnerutensilien da drunter dann legen später und eventuell auch nochmal sowas. Das ist ein bisschen mediterran, aber es passt auch ganz gut. Und ja, das wird, glaube ich, das wird hier unten, das ist ein bisschen im Schatten. So, das so die Pflanzenecke, das finde ich gut. Hier haben wir ja die Kürbisschnitzbank, die müssen wir so ein bisschen weiter rüber platzieren noch, damit wir hier nicht anstoßen an diesen Blumenkasten. Und dann möchte ich jetzt mal gucken, wie wir das denn im Haus eigentlich machen, weil es ist auch ganz wichtig, dass wir hier einen vernünftigen Raumaufteilungsplan haben. Da müssen wir auf jeden Fall so eine Tür hier vorne noch machen, so einen Eingang machen wir da und dann muss die Treppe hoch. Das wäre natürlich praktisch, wenn die hier auch so im Bild quasi dann nicht stört. Hier haben wir auf jeden Fall den Kamin, den dürfen wir nicht vergessen. Dann machen wir die Treppe hier hoch. Wenn die Treppe auf dieser Seite hoch, dann hat man, weil da oben ist ja auch die Tür, dann hat man hier so ein bisschen Gang. So, ne, dann kann man das so aufteilen mal. Ich möchte da, glaube ich, gar nicht so viel Räume ziehen. Das ist dann irgendwie, ne, so ein bisschen, macht es ein bisschen kaputt. Wir machen hier, ich habe eine Idee, wir stanzen hier den Boden aus, dass man hier noch so ein bisschen runter gucken kann. Wir gucken mal, wie das aussieht. Soll ja immer ein bisschen was Neues auch sein, ein bisschen was Neues, ein bisschen was Bewährtes. Und jetzt können wir hier den Boden ausstanzen und das sieht blöd aus, weil die Treppe da dann so einen blöden Strich da noch hat. Ach man, jetzt macht mal einen Strich doch die Richtung. Na, das ist nicht so toll. Das machen wir nicht so. Das ist schade. Aber that's the way it is. Ja, das ist so. Nee, da haben wir ja die Tür. Guck mal. Oh mein Gott, bin ich blind oder was? Das geht dann hier eh nicht. Okay. Auch erledigt. Gut zu wissen. Ja, gut, dass man es plant, ne? Das ist immer so die Sache da dran. Dann machen wir die Treppe vielleicht doch hier so hin. Ist auch oft so, dass hier dann... Jetzt haben wir hier so einen komischen Raum-Dings. Ich will das nicht haben. Ich will das nicht haben. Ich mache das mal wieder rückgängig hier, ne? Das mit dem Raum. So. Und jetzt die Treppe. Die verschiebe ich jetzt und mache die wieder hier hin. Und dann können wir den Eingang hier hin machen. Dass man hier direkt so im Wohnzimmer drin. Da ist dann der Kamin. Der altehrwürdige Kamin. Den finde ich immer ganz gut im Wohnzimmerraum, weil da weiß ich, dass er da ist. Und da nehmen wir den, ne? Der ist dann, oh, das ist ein schönes Licht hier auch wieder, ne? Krass, so cool. Habt ihr das eben gesehen? Das sieht man beim Platzieren zu kurz. Das macht so ein schönes, warmes Licht. Das ist richtig krass. Da haben wir diesen Kamin und da können wir den Stein von außen, können wir auch nach innen platzieren. Und da machen wir das auch. Dann sieht das so, so ein bisschen massiver aus. Wir haben einen richtig schönen, fetten Schornstein hier. Und innen drin müssen dann auch natürlich wieder diese Balken mit rein. Da können wir mal gucken, ob wir das so alles so lassen oder ob wir das noch mehr mit Holz dann machen innen. Weil, ja, faktisch ist es natürlich Stein, eine Steinwand hier unten im Fundament. Sind wir hier drin. Und da können wir aber auch viel mit so Holz noch dann machen, mit den Säulen. Und da können wir mal die schmaleren nehmen, ne? Ich will die ganz so irgendwie platzieren, dann wird das Ganze so ein bisschen plastischer auch. Das können wir ruhig hier auch am Rand überall platzieren. Ich finde es überhaupt nicht irgendwie
übertrieben oder so, weil das macht einfach dieses Plastische, ne? Das sind richtige Balken und da kommt sogar die Mühle rein, das ist auch witzig. Da machen wir die Törtchenfabrik nämlich hin, ja. Da komme ich das Mühlrad rein, Winde, das Gewinde. Und da können wir dann so irgendwas machen, ne? Das dreht sich dann. Das ist heute nicht mehr in Betrieb, würde ich jetzt mal behaupten, aber da kommt so dieses Mühlrad mit rein. Wo ist das denn? Das ist genau auf der Säule hier. Das ist ja auch praktisch. Dann können wir hier vielleicht so eine Art... Wir machen hier heute einen Stromgenerator hin. Der macht hier den Strom. Sehr witzig. Gibt sogar aus dem an die Arbeit. Ich glaube, das wird so ein bisschen übertreiben, ne? An die Arbeit. Ach so, das kann man hier gar nicht. Wie heißt denn das Ding? Heißt man nicht. Nein. Ich möchte es mal kurz zeigen. Da gibt es nämlich aus an die Arbeit gibt es ja diese Maschinen da aus dem Wissenschaftslabor. Ja, das auch bald bei mir kommt. Teaser, neue Speedbuild-Reihe. Und da gibt es so einen, ich weiß nicht, ob der auch so groß ist, so ein Kasten. Ich fand das aber so cool. Das ist auch so ein Ding, das ist auch so riesig, das ist zu mechanisch. Leider. Ja, leider. Aber da gibt es auch sowas hier, ne? Das könnte man eigentlich nehmen. Das wäre ganz witzig. Das könnte so der Generator dann sein, der den Strom da irgendwie aufnimmt. Ich finde das echt cool irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist gar nicht mal so groß. Da gibt es noch dieses Mega-Ding, aber so einen fetten Generator will ich da drin auch nicht rumstehen haben. Ne? Das würde alles sprengen. Aber diesen kleinen Kasten da, den finde ich ganz gut. Ne? So ein bisschen rostig da. Das soll das so ein bisschen... Ja? Doch, ich würde den direkt, glaube ich, so lassen. Und jetzt brauchen wir auch noch die Törtchenfabrik. Törtchen. Hab ich euch versprochen, ja. Und die ist auch so ein bisschen, ne, mechanisch so angehaucht. Und da kann man jetzt die, obwohl, das könnte auch die Generator-Dings sein, ne, dass die angetrieben wird von diesem Mühlrad. Ah, das wäre auch cool. Das wäre auch cool. Das wäre beides cool. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Machen wir die hier zusätzlich rein? Das soll ja so eine kleine Bäckerei hier unten werden. Machen wir die zusätzlich rein oder direkt so als Anschluss an die Mühle hier? Na, das könnte man natürlich auch machen. Dass denn nur die hier da ist und die dann das Rad hier so abgreift irgendwie. Das wäre auch nice. Was sagt ihr denn? Das möchte ich mal auch gerne wissen, bitte in die Kommentare. Ich lasse das mal beides hier. Mal gucken, vielleicht lassen wir das auch so. Ist hier eine schöne Ecke. Und ja, klar, wir brauchen einen schönen Holzboden. Ich glaube, da nehme ich direkt wieder den. Das ist aus Gruselast, das war's. Ja, das ist gut. Das ist ein richtig schöner. Da machen wir schönes warmes Licht rein. Und dann sieht das auch gut aus. Und auch hier oben, dann nehme ich jetzt mal die Tapete von außen nach innen. Und ja, so geht's schneller. Hier nochmal neu platzieren. Und dann hat man hier natürlich auch wieder den Kamin. Vielleicht müssen wir da unten auch gar keinen Kamin machen. Wir machen den vielleicht nur oben oder beides mal. Oder, naja, die haben ja keine Zentralheizung oder irgendwie sowas. So, dann nehmen wir jetzt die Säulen. Das ziehen die hier auch nochmal. Ist auch ein schöner Abschluss. Dann ist die Kante nicht so komisch. Und ja, man hat da noch so ein bisschen mehr Holz mit drin. Finde ich nämlich ganz schön. Es wird schön urig eingerichtet. Das ist ein schönes Mühlen-Ferienhaus hier. So, wir brauchen auch noch irgendwo ein Bad, ne? Das wäre nicht schlecht. So ein Bad. Ein paar haben geschrieben, mach so ein Blumsklo. Was soll ich das denn hinmachen, bitte? Das wäre auch witzig, ne? Das wäre echt witzig. Wir können hier vielleicht so ein Blumsklo hinmachen. Das wäre auch cool. Also ich möchte ja auf jeden Fall auch noch ein Bad haben. Ein Bad. Aber wo? Hier eventuell dann, ne? Da passt es noch am besten hin. Oder wir machen das unten hin. Ja, oder wir machen das unten. Das wäre auch gut. Hier hat man ja eine schöne Wand auch, wo man nicht so viele Fenster dann irgendwie auch platzieren muss. Und ja, da würde das doch ganz gut passen. Wir machen hier einfach so die Wand. Dann haben wir noch das Treppengeländer. Das Ding muss gar nicht so groß sein. Wir machen das mal hier weg. Wir lassen das hier offen. Machen hier aber zu unter der Treppe, dass das ein geschlossener Raum ist. Und hier sieht man dann noch, geht es noch nach oben. Wir machen das mal doch so. 3 mal 2, da ist so ein bisschen hier noch die Bäckerei dann. Dann machen wir hier so zu. Wir brauchen kein großes Bad. Wir hatten damals keine Wellness-Tempel in den Mühlen. Und da nehme ich jetzt auch wieder diese kalte Steinwand. Wie gesagt, wir machen das schön warm. Und innen drin
können wir aber die Holzwand nehmen, ne? Weil innen drin, die Wände, die sind ja nicht die massiven dann oder zumindest nicht vollständig. Da können wir auf jeden Fall mal sowas machen. Vielleicht machen wir auch noch andere Tapeten, das muss ich noch gucken. Könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr das gerne haben möchtet, wollen würdet. Ob ihr euch das irgendwie, aber ich muss jetzt erstmal ein paar Lampen reinmachen, Beleuchtung. Sonst kann das sich wieder keine Sau vorstellen. Ist wirklich wahr. So, dann machen wir jetzt hier so Kronleuchter, würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aber sowas in die Richtung. Muss das schon sein, so eine Pfannenlampe, die können wir dann mal die Pfannenlampe endlich benutzen. Die finde ich nicht schlecht, oder die hier, ne? Die ist natürlich auch sehr, sehr rustikal. Aber schönes, warmes Licht alles. Und doch, das ist so, ja, das ist so die Pfannenlampe, die ist ein bisschen komisch, ein bisschen mickrig. Ich glaube, ich nehme, ja, die Kerzen sind natürlich echt schön, aber ich glaube, ja, das ist ein bisschen zu, so, wir nehmen, glaube ich, die. Die können wir auch noch ein bisschen gelber machen, das muss nicht so bleiben. Ich finde es aber auch schon ziemlich schön. Und ja, so wird das dann nach und nach dann in den nächsten Folgen eingerichtet. Ja, vielleicht können wir da doch nochmal irgendwie so ein Steinfenster irgendwo hin machen. Aber ich möchte das echt so mehr in die Richtung Fundament hier quasi lassen. Da können wir auf jeden Fall noch so ein bisschen was schön machen. Wir lassen uns da alle Zeit der Welt hier für das in hier den Teich. Da können wir eventuell auch nochmal eine Tür hinten raus machen. Mal gucken. Für heute war es das. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hier brauchen wir noch eine Tür. Was für eine Tür nehmen wir denn da? Wir nehmen da irgendwie so eine, die wir da oben auch haben, ne? Dass wir immer die gleiche haben. So diese Flügeltüren nicht, weil die sind zu offen. Aber die hier, die finde ich ganz gut. Da können wir auch hier mal so eine Tür. Da kann man hier schön aufteilen. Eventuell das Klo oder die Dusche in das Eck hier hinten. Und dann hat man hier vielleicht so ein Waschbecken und dann. Ja, die Tür so in die Mitte, müssen wir nochmal gucken. Und dann nehmen wir auch so eine Tür. Vielleicht können wir da auch so zwei nehmen. Das wird dann auch ganz gut. Eine Doppeltür. Ja, wieso nicht? Why not? Weiß man ja nicht, dass in der Mitte ein Balken ist. Und da müssen wir natürlich auch noch eine Treppe hinmachen. Ja, das machen wir dann auch. Das machen wir dann auch. Auch wieder so eine Steinstufe, stabile Stufen. Hier einen schönen Eingang. Vielleicht auch so seitlich irgendwie. Mal gucken, wie wir das machen. So irgendwie, ne? So ein bisschen klein. Früher war ja alles irgendwie so ein bisschen klein. Wenn man in so alte Häuser reingeht, dann sind die Türen ganz niedrig. Stoßt man sich den Kopf an, weil die damals ein bisschen kleiner waren. Irgendwie, wahrscheinlich. Okay. Ja, das war's für heute mit der alten Mühle. Ich bin Daniel von Simfancy. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zur alten Mühle oder jetzt einem anderen Video eurer Wahl. Bis denn. Ciao.